Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Rolltreppe bauen könnt. Die habe ich auf meinem Server gebaut. Falls ihr euch noch nichts darunter vorstellen könnt, könnt ihr einfach mal joinen und euch das angucken. Und ja, was ihr dafür braucht, sind einmal diese Slabs, diese Halbblöcke, Wasser und einen anderen festen Block. Und genau, Schilder noch. Ich glaube, das war's auch. Ich werde euch erstmal das Grundprinzip zeigen. Nämlich müsst ihr einfach eine ganz normale Treppe nach oben bauen. Mit diesen Slabs eben. Und ja, ich denke mal, zum Zeigen reicht das erstmal. Dann baut ihr drei Blöcke vor den Slabs und genau neben dem Slab. So etwas. Und ans Ende kommt dann ein Schild hin. Wenn ihr jetzt hier Wasser langfließen lasst und da reingeht, werdet ihr hier automatisch nach oben gedrückt. Und dieses Prinzip, das muss man jetzt immer weiterführen, bis man eben oben angekommen ist. Das heißt, wir machen jetzt hier das gleiche. Bis hier. Auf der anderen Seite auch. Hier kommt ein Schild hin. Und hier dann eben wieder Wasser. Das gleiche jetzt noch einmal. Und dann sind wir auch schon oben angekommen. Und so. Und wenn wir jetzt hier unten reingehen, werden wir automatisch nach oben gepusht. Wie ihr seht, klappt das sehr, sehr gut. Und ja, das gleiche kann man einfach kann man auch nach unten machen. Das heißt, wir fangen jetzt hier wieder an mit der Treppe. So. Hier sind wir hier. Huch, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Also hier, 1, 2, 3, 4. So, doch, habe ich noch ein bisschen was. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt müssen wir das noch ein bisschen vergrößern hier. Und die Schilder kommen wieder an die gleiche Stelle. Das heißt, hier, hier und hier. Nur das Wasser kommt jetzt eben genau andersrum, sodass man eben von oben nach unten fließt. Ich gehe jetzt hier rein, drücke gar nichts und ja, komme automatisch nach unten. Das gleiche könnt ihr auch vertikal in die Höhe bauen. Und dazu macht ihr einfach auch mit diesen Slabs wieder eine Wendeltreppe sozusagen. Also so, und jetzt macht ihr eine Biegung und baut hier weiter. Macht dann hier wieder eine Biegung, bis ihr irgendwann oben seid. Dann mache ich mal kurz den Regen aus. So. Und jetzt mache ich mir auch noch ein bisschen Holz. Jetzt das gleiche Prinzip wie da auch. Hier Holz. Das gleiche hier auch. Dann hier. Und jetzt kann man hier erstmal nach oben bauen, weil hier wenig Schilder dran kommen. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Naja, müsst ihr einfach gucken, wie es dann passt. Hier sind wir dann oben angekommen. Und die Schilder kommen genauso wie da hinten auch. Immer so eben da dran. Jetzt hier. Jetzt. Muss ich mal eben ausprobieren. Da kommt Wasser hin. Hier. Jetzt hier. Das heißt, hier kommt ein Schild hin. Dann
Hier. Da kann Wasser hin. Und dann ist es auch schon fertig. Das gleiche könnt ihr auch wieder runterbauen, genauso wie bei der normalen Rolltreppe. Und ihr seht, ihr kommt wieder ganz automatisch nach oben. Also das war's auch schon mit dem kleinen Tutorial. Ihr seht, das ist sehr, sehr einfach. Nur man muss eben erstmal drauf kommen, man muss die Physik des Wassers sozusagen kennen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ihr könnt mir eine kleine Rückmeldung geben, ob es bei euch geklappt hat. Was ich natürlich denke, weil das ziemlich einfach ist. Ja, und wir sehen uns dann, denke ich mal, beim nächsten Mal. Bis dann.